Zum Abschluss jetzt noch ein kurzer Vergleich zwischen REST und SOAP und ein Fazit, mit dem wir dieses Web Services Kapitel dann schließen möchten. Ich werde hier nicht auf alle Punkte einzeln eingehen, Sie können sich die auch durchlesen, das ist im Grunde nur die Zusammenfassung dessen, was ich schon gesagt habe. Was man sieht eben ist, dass REST auch in diesem Bereich Standardisierung schon stärker aufgeholt hat, dass es also jetzt dort OpenAPI gibt, was Sie gesehen haben. Ansonsten kann man sich auch noch Waddle, das ist eben so ähnlich wie eine Whistle, erzeugen und generieren lassen. Und natürlich sind die Operationen bei REST generisch. Bei WS-Stern haben Sie das abgedeckt eben über das formalisierte XML und können die benennen, wie Sie mögen. Und entsprechend natürlich auch beliebig viele haben. In beiden Bereichen ist das Angebot eigentlich sehr gut. Sie können beides heute, das haben Sie auch gemerkt, mit breiter Unterstützung über Frameworks, über Tools und so weiter einsetzen. Was auch interessant ist, alles führt letztlich doch zurück auf diese einfachen Servlets. Es mögen zwar etliche Schichten dazwischen stecken, aber am Ende des Tages läuft ganz unten auf dem Application Server, auf dem Tomcat oder was immer Sie dort einsetzen, immer ein Servlet. Klar, ansonsten der wesentliche Unterschied, REST als Architekturstil, Resource-Oriented Architecture, also Sie orientieren sich immer an den Ressourcen und darunter können Sie dann durch Aufruf der passenden HTTP-Methode die passende Operation auslösen, also eine ganz generische Schnittstelle, während SOAP ganz klar diese Schnittstellen und Nachrichten formal über XML spezifiziert. Bei der Technik dann auch gewisse Unterschiede. Auf der einen Seite, was die Nachricht angeht, ist SOAP überhaupt nicht flexibel. Da ist auf jeden Fall XML gesetzt, während Sie bei REST mehr oder minder transportieren können, was Sie möchten. Das haben Sie in verschiedenen REST-Beispielen auch gesehen. Auf der anderen Seite ist bei der Transportschicht dann bei SOAP die volle Auswahl, während Sie bei REST natürlich bei HTTP bzw. HTTPS auf jeden Fall sitzen. Asynchron ist bei REST erstmal nicht vorgesehen. Sie können sich versuchen, da zu helfen über Atom-Feeds oder ähnliches. Auf der anderen Seite hat SOAP das Ganze über JMS und WS Notification direkt eingebaut, beziehungsweise hat weitere Standards dafür, die passend sind aus dem WS-Stern-Universum. Was Transaktionen angeht, auch da wieder bei WS-Stern, da haben Sie ein komplettes Framework. Bei SOAP hingegen, da müssen Sie selber schauen, dass Sie das dadurch lösen, dass Sie die einzelnen Befehle idempotent, also in sich selbst enthalten, gestalten und gegebenenfalls dann auch Wiederholungen erkennen können, damit Sie zum Beispiel bei Post dann wirklich nur ein einziges Mal posten zulassen. Was man festhalten kann, ist, Web Services sehen erstmal sehr nach einer sehr offenen Geschichte aus und es ist alles technisch schon mal relativ standardisiert, aber das ist eben sozusagen nur die erste Schicht, die man standardisiert hat. Und was eben gerade nicht gelingt, ist jetzt automatisiert, standardisiert zum Beispiel Web Services zu vergleichen bezüglich ihrer Eigenschaften. Dazu kommt, dass mit dem Vordringen von REST man dort erstmal einige Dinge nachholt, die man für WS SOAP eigentlich schon kennt. Man versucht bei dem WS-Stern-Universum über WSI, WS Interoperability, mehr Dinge noch festzuzurren. Gleichzeitig aber, wie gesagt, kommt im Wesentlichen momentan REST zum Einsatz, gerade in den offenen Bereichen des Internets. Und das heißt, da wird man dieses Level von WS SOAP an manchen Stellen erst erreichen müssen und wird es auch nicht über einen gleich kanonischen Toolset abgebildet haben, wie das bei SOAP der Fall ist. Gleichzeitig haben Sie vielleicht auch gemerkt, REST war sehr einfach zu handhaben und entspricht einfach dem, dass Sie die Möglichkeiten des Internets sehr gut ausnutzen und es nicht zu viel Aufwand und leicht verständlich ist.
Das führt uns dann auch zur Zusammenfassung. Also Sie haben es, glaube ich, gesehen, SOAP und WSL sind umfassende, erweiterbare, flexible Standards. Viele dieser WS-Stern-Erweiterungen zielen wieder darauf, die WSL zu erweitern oder die SOAP-Messages zu erweitern. Zur Entwicklung technisch-formal spezifizierter Web-Services. Also Sie können dieses XML natürlich validieren gegen die Schema-Definition für WSL und so weiter und damit direkt feststellen, ob das ein korrektes File ist. Für kanonische Erweiterungen gibt es Standards in vielen Bereichen. Ich habe Ihnen drei gezeigt, Adressierung, Messaging, Sicherheit, aber auch einige mehr genannt auf dieser Landkarte am Anfang. Spring Boot unterstützt auch die Erstellung von SOAP-basierten Web-Services. Bottom-up, das haben Sie gesehen, wir haben einfach das eine XML-Schema für die eine Entität definiert und konnten dann sogar aus dem Schema unsere fachliche Entitätsklasse, unsere Node einfach generieren lassen unter der Haube. Also die Unterstützung ist sicher auf ähnlichem Level wie die von REST Web Services in vielen Bereichen. Auf der anderen Seite sehen Sie auch dieser einfachere REST-Ansatz, der verdrängt das SOAP gerade eben bei der Entwicklung aktueller Microservices und auch bei dem, was Sie offen im Web finden. Damit möchte ich das Kapitel Web Services schließen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Runde. Bleiben Sie uns gewogen.